Hallo, hier ist Maini. Liebe Koch-Azubis, Orangen filetieren oder allgemein Zitrusfrüchte filetieren wird in den Sommerprüfungen oft in der Nachspeise erwartet. Ich zeige euch jetzt in 8 Schritten das perfekte Filetieren, damit ihr möglichst keine Punktabzüge dafür bekommt. Erstens, jede Zitrusfrucht, jede Orangenschale ist unterschiedlich dick und wird oben und unten eingeschnitten, bis man das Fruchtfleisch gut sieht. Lieber einmal mehr einschneiden, als grob und zu viel wegzuschneiden. Stichwort: Schneideverluste minimieren. Zweitens, durch den geraden Einschnitt liegt die Orange stabil auf dem Brett. Stichwort: Verletzungsgefahr minimieren. Drittens, die Schale wird von oben bis unten Schicht für Schicht wegfiletiert. Die weiße Haut wird möglichst gut weggeschnitten, ohne zu viel Fleisch mitzuschneiden. Am Ende sollte die Orange immer noch eine runde Form haben. Ich filetiere gerne mit einem schönen biegsamen Filetiermesser. Viertens, zwischen den weißen Häutchen liegen die Fruchtfilets, die wir rausschneiden, indem wir links und rechts an der Haut einschneiden und das Fruchtfleisch rausholen. Fünftens, wenn ihr die Orange nicht so wie ich in der Luft filetiert, sondern sie auf dem Brett legt, sinkt das Risiko, euch zu verletzen. Sechstens, man muss nicht jedes Filet zweimal einschneiden. Es reicht auch, eine Seite einzuschneiden und die andere Seite mit Hilfe des Messers quasi von der Haut zu lösen, so wie hier. Stichwort: Es entstehen weniger Schneideverluste. Wenn dir dieses Video bis jetzt gefällt, lass mir doch gerne ein Abo da. Siebtens, solltet ihr einen Fruchtsalat machen wollen, solltet ihr unbedingt mit den Zitrusfrüchten beginnen, weil die Zitrusfrüchte eine natürliche Säure haben, um andere Früchte und Obst am Braunwerden zu verhindern. Also nicht erst die Äpfel schneiden, sondern erst die Zitrusfrüchte und dann die Äpfel schneiden und direkt da reingeben. Achtens, wer diese Reste wegschmeißt, betreibt Resteverschwendung vor den Augen der Prüfer. Sie sollten unbedingt mit der Hand oder mit einer Hilfe ausgepresst werden. Den Saft kann man im Fruchtsalat oder in einer Fruchtsoße verarbeiten oder trinken, jemanden anbieten oder einfach nur abgedeckt in den Kühlschrank stellen. Gerne so, dass die Prüfer das mitbekommen. Abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Video.